einmal ehrlich, in deinem früheren Leben, da hast du meine Wünsche und Pläne mit Füßen getreten. Was du bist am Haten, auch wenn du heute über mich redest, mit anderen Leuten tust du so, als wenn wir Brüder gewesen. Nie wieder, nie wieder. Digga, ich schwör, nie wieder. Küssen diese Pisser meinen Weg. Du weißt doch, gibt es kein Digga, was geht. Labe. Du kannst bei jedem Einkauf bares Geld sparen. Kennst du das? Du willst dir wieder irgendetwas online bestellen, gehst zum Also jetzt mal for real, ne? Ich finde es jetzt ja wirklich krass. Also Moneyboy ist ja sowieso immer ziemlich krass, ne? Also for real jetzt, ne? Und jetzt sehe ich einfach featuring Hell-Rel. Und wisst ihr, wer Hell-Rel ist? Hell-Rel ist ein Dipset-Member, Dicke. Und Hell-Rel, ich glaube, der ist sogar bei dem, Ey, yo. Ist der sogar dabei? First of the month, ey, yo. Ist Hell-Rel part of Dipset? Ja, ist er, oder? Also auf jeden Fall gibt es diesen einen Sampler, da ist er sauer oft drauf. Das ist, heißt er nicht sogar auch Diplomatic Immunity? Der heißt Diplomatic Immunity, Dipset. Ich kann gerade nicht rein. Das ist eine Doppel-CD, habe ich noch im Regal drüben. Und da sind so geile Lieder drin. Und da ist auf jeden Fall, ich meine, Hell-Rel ganz schön oft vertreten drauf. Und, ich weiß nicht, ob er wirklich connected zu dem ist, Moneyboy. Ich find's auf jeden Fall krass. Das finde ich gerade krass, Alter. Fake Hiddes! Fake Hiddes, Digga! Wie viele Videos willst du in Kiosks drehen, Moneyboy? Ja! Kiosks. Hell motherfucking real. Krass, Alter. Die Hitters sind Cat Faker. Young Wigger, ich stack paper. Guck her, wie ich ball, Laker. You want me to fall, hater. Guck her, wie ich ball, Laker. Das ist halt Moneyboy, das ist diese ausgelutschtesten Zeilen. Kickt er halt so like it's what nothing und vermacht diesen ausgelutschten Zeilen seinen ganz eigenen Moneyboy-Swag, Dicker. Guck her, wie ich ball, Laker. You want me to fall, hater. Die Hitters sind Cap Faker. Young Wigger, ich stack paper. Guck her, wie ich ball, Laker. You want me to fall, die Hitters sind Cap. They ain't really in a trap, that's fact. They never so wait. Die Hitters sind fake. Now they ain't getting no cake. Die Hitters sind broke on lame. I run in your house. Okay, Oh, da sieht er. Wisst ihr, wie er da aussieht? Jetzt mal for real. Ich hab perfekt Stopp gedrückt. Er sieht da aus wie Lars Unlimited. Mit 69 Jahren, Digga. Also jetzt, komm. Egal, aber bei ihm, bei Moneyboy, ich finde es einfach so nice, auch wenn mir das auf den Sack geht, dass er jetzt die ganze Zeit hat dieses englische Rap, ne? Aber bei Moneyboy merkst du einfach, das ist einfach so ein, da ist im Herzen noch so dieser Schuljunge, der eine ganz große Liebe für Rap hat. Und der das alles aufsaugt und der diese Lifestyles aufsaugt und diese Attitude und alles. Und das spiegelt sich einfach in seinen Tracks wieder und das finde ich nice. Die Hitters sind fake, now they ain't getting no cake. Die Hitters sind broke on lame, I run in your house. Mit einer Blick in der Hand und ich putte die Gun in your mouth. Der Mann ist ein Baus. Ich putte die Gun in dein... Das ist ja schon auch so sein eigener Slang, so dieses ich putte die Gun in dein Mouth. Bounce, get to this money and bounce. Die Hitters sind cap, they ain't really in a trap. That's fact, they never so wait. Die Hitters... Was ist denn das jetzt, die Hook oder was? Sind fake, now they ain't getting no cake. Die Hitters sind broke on lame, I run in your house. Mit einer Blick in der Hand und ich putte die Gun in your mouth. Ich run in your house mit einer Blick in der Hand. Mit was in der Hand? Die Hitters sind broke und lame, I run in your house mit einer Blick. Dachte kurz, auf seiner Kette steht Gude. Gurgi. In der Hand und ich putte die Gun in your mouth. Der Mann ist ein Baus. Get it, rush money und bounce. Also so geht's mir jetzt gerade brutal auf den Sack nur. Ich will, warte die ganze Zeit, bis endlich der Part losgeht, sag ich dir ehrlich. Bounce. Ich putte die Bitch on a flight. Sie muss für Moneyboy boofen. Ich hab so gewusst, dass dieser Flow kommt. Also nachdem er, ich putte die Bitch on a flight. Da, der Moneyboy boofen. Das ist so, ja. Bounce, bounce, go. Ich putte die Bitch on a flight. Sie muss für Moneyboy boofen. Sie kommt mit dem Crack wieder back. Ich höre diese Junkie schon rufen. Also, Moneyboy, Digga. Sie kommt mit der Back wieder back. Ich höre die Junkie schon rufen. Moneyboy boofen. Sie kommt mit dem Crack wieder back. Also, sie kommt mit dem Crack wieder back. Ich dachte, er rappt mit dem Back wieder back. Das wäre so typisch Moneyboy mit dem Back wieder back. Crack. Ich höre diese Junkie schon rufen. Ja. 500 Gramm in der Foot von der Tschechin?
Bester Haftbefehlzeile auf dem Koller-Album damals. Flughafen Rio, Panik beim Checken. 500 Gramm in der Foot von der Tschechin. Boy boofen, sie kommt mit dem Crack wieder back. Ich höre diese Junkies schon rufen. Ja, Mann, wir jagen den Kuchen. Hey, du bist ein Stück. Ey, jagen den Kuchen. KuchenTV. Ich hab nen YouTube-Account so wie KuchenTV. Von dem Strudel? Junkies schon rufen. Ja, Mann, wir jagen den Kuchen. Hey, du bist ein Stück von dem Strudel. Du kannst mir jagen den Kuchen. Du bist ein Stück von dem Strudel? Ich will nicht von dem Strudel, ich will von der Sachertorte. Oder von der Käse-Sahnetorte, Digga. Kannst du mir ein Stück geben, Vater? Hm? Oder ganz klassisch einfach Erdbeertorte. Ne? Aber Strudel, Vater. Bist du 12 oder was, sag mal? Kannst es gerne versuchen. Brä, brä, ich fütter die Kugeln, Ring an den Finger. Du willst ein Stück von dem Kuchen. Von dem Strudel. Du kannst es gerne versuchen. Brr, brr. Ich hätte die Kugel. Von dem Strudel? Du kannst es gerne versuchen. Brä, brä, ich fütter die Kugeln. Ring an dem Finger, kein Honey Nut Loop. Jeder kann sehen, dass ich Money hab, Dude. Oh, nicer Flow. Nicer Flow. Jeder kann sehen, dass ich Money hab, Dude. Ich fütter die Kugeln. Ring an dem Finger, kein Honey Nut Loop. Ring an dem Finger, kein Honey Nut Loop. Jeder kann sehen, dass ich Money hab, Dude. Gut. Du kannst es gerne versuchen. Brä, brä, ich fütter die Kugeln. Ring an dem Finger, kein Honey Nut Loop. Jeder kann sehen, dass ich Money hab, Dude. Stand in the trap and I run it up. Shoot deinen Op mit der Tommy Gun. Nice, nice, nice. Das ist nice, nicer Flow. Dass ich Money hab, Dude. Nice. Stand in the trap and I run it up. Stand in the trap and I run it up. Deinen Op mit der Tommy Gun. Stimmt, ich will deine Ho fucken. Die Pussy fett und die Po backen. Ich komm hinein in den Wohnwagen und pump it up, so wie Joe Budden. Du kommst hinein in deinen Wohnwagen, aber deine Frau lässt mich hin und wieder im Hinterzimmer Eisenbahn fahren. Tut, tut. Laber damit Wohnwagen. Kennt ihr das schon? Vaginchen, Vagina, Waggon. Und die Po backen, ich komm hinein in den Wohnwagen und pump it up, so wie Joe Budden. Oh, ach so, ganz überhört. Ich komm hinein in den Wohnwagen und pump it up, so wie Joe Budden. Joe Budden, Alter, danke, dass du mir das mal wieder backholst, Digga. Jetzt, Pump It Up ist natürlich der Song, den jeder kennt halt, wenn du hörst. Selbst die Leute, die sagen, Joe Budden habe ich noch nie gehört, wenn ich den Song jetzt anmache, die sagen, ach, der ist das. Joe Budden ist einer der krassesten Rapper, ich weiß nicht, der war aber auch, hat mal so einen schlechten Ruf gehabt, da wurde er ganz schön viel gedisst und so und hat auch ganz schön wenige Streams auf Spotify gemacht und ich konnte nie verstehen, warum, weil wenn ich die Alben von dem gehört habe, das war immer, Joe Budden war überkrass. Also Joe Budden war wirklich einer der überkrassen Rapper. Achtung an die Leute, die ihn immer noch nicht kennen. Gleich kommt es. Ach, der ist es. Und das ist Deutschrap heute. Hand und ich putte die Gun in your mouth. Der Mann ist ein Bounce. Get it, lost money und bounce. Die Hitters sind cat. They ain't really in the trap. That's fact. They never so wait. Die Hitters sind fake. Daddy ain't getting no kick. Die Hitters sind broke und lame. I run in your house. Mit deiner Blick in der Hand und ich putte die Gun in your mouth. Der Mann ist ein Bounce. Also, das ist bestimmt nicht schlecht. Das ist auch, ich weiß gar nicht, das ist so dieser Hood-Rap. Ich weiß nicht, ob Ruddy Rich oder sowas da reinpasst in diese. Aber das ist nicht so meins. Get it, money und bounce. Bounce, bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce. Nigga, nigga, I said bounce. Please don't call my phone for nothing less than an ounce. Talking. Please don't call my phone for nothing less than an ounce. Shit on Instagram, we shooting up your house. Yeah, I'm rich, I half a million in the couch. I'm rich, I have a million in the couch. Stopf das Geld in die Kissen, ja, ja. It's freeze, bitch, please, I'm the big sleeves. Yeah, we blubber, we know niggas throwing big C's. My old plug, I finessed them out of six keys. Take you shopping, I'm like, bitch, please. Blick, Blicky ist eine Gun, okay. Und ich putte die Gun in your mouth, der Mann ist ein Bounce. Get it, lost money und bounce. Die Hitters sind cat, they ain't really in the trap. That's fact, they never so wait, die Hitters sind fake. Wir müssen auch bald wirklich mal, wenn ich öfter streame, irgendwann, müssen wir wirklich also auf jeden Fall einen Newcomer-Tag einrichten. Das steht ganz oben auf der Liste. Und dann nochmal so einfach so dieses ich will euch was zeigen Ding. Wisst ihr, wie ich meine? Weil von Hell Rail, ich könnte jetzt so, ich will das eigentlich gar nicht, aber mir kommt dann halt so, ich glaube, der ist bei dem Song gar nicht dabei, ne?
Warum muss der auch mit dem Hellrell da rumhängen, Digga? Now they ain't getting no cake, die Hitters sind broke und lame. I run in your house, mit deiner Blick in der Hand und ich putte die Gun in your mouth. Der Mann ist ein Bounce, bounce. Get to this money und bounce, 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 bounce. Also Props für das Feature und auch gar kein Disrespect und auch, ich will nicht sagen, dass der Track schlecht ist oder so, aber für mich und meinen Geschmack war das jetzt gar nicht mal so gut.